Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Spieler-Karrieremodus bei Luton Town. Ich hoffe immer noch, dass mich 96 in der Winterpause irgendwie zurückholt, aber momentan sind wir noch beim englischen Viertligisten, bei dem es einfach nicht so wirklich laufen will und müssen uns hier irgendwie durchschlagen und durchkämpfen als bester Spieler im kompletten Kader. Aber was willst du machen? Heute geht's gegen Accrington zunächst einmal mit Tyler Harriman, McNulty, Wilkins und Griffith, Rooney, Drury, Doyle, Howells und Guttridge. Das wird sehr interessant. Ich finde übrigens, man könnte den Spieler-Karrieremodus ein bisschen mehr ausbauen. Ich meine, allein, dass man nicht mal anfragen kann an seinen Verein, ob man eventuell wieder zurückkommen darf oder woanders hin verdient werden darf, weil es einem nicht gefällt oder sowas. Oder irgendwie ein bisschen mehr privaten Kram, wenn man schon Spielerkarriere macht, irgendwie, keine Ahnung, wie das A9 Skills früher gemacht hat. Ja, weiß ich jetzt, also nicht jetzt unbedingt, dass man mit einem Sim rumfahren kann. Ja, ist klar, man kann nicht Sims irgendwie noch einbauen, auch wenn die EA theoretisch die Möglichkeiten hätte. Aber, ja, keine Ahnung, irgendwie, dass man sich Sachen kaufen kann oder sowas. Ich meine, das ist bei den einfachsten Spielen möglich. Warum nicht auch hier? Also ein bisschen ausbauen könnte man das, aber tun sie nicht, weil so viel Wert wird darauf nicht gelegt. Aber gut, ich würde sagen, ich starte einfach mal ein Spiel gegen Accrington. Wir sehen uns bei der ersten guten Szene und bis gleich. So, Balleroberung und der erste gute Antritt und die erste gelbe Karte in der Partie. Nach dem Übersteiger werden wir nämlich gefoult von unserem Gegenspieler. Naja, von mir aus, Sullivan. Aber vielleicht ist das ein ganz guter Start. So, Ball mal auf Außen. Und das macht Rooney nicht unbedingt gut. Aber jetzt kommt der Ball nochmal zu mir. Nochmal ein Fake-Shot. Gut. Ah, schade. Ja, allgemein, die Bewertung geht wieder relativ schnell runter. Ich habe zwar bisher noch keinen einzigen Fehler gemacht, aber wir kennen das ja nicht anders. Wenn man halt nicht involviert ist im Spiel, dann kriegt man ohne Sinn die Bewertung halt runter. Auch das ist ein Fehler im Spielerkarrieremodus, aber was kannst du machen? Und schöner Ball nach vorne. Oh, dann geht er da so hin. Jawohl, trotzdem das 1:0. Wenn das jetzt wieder nicht als meine Vorlage zählt, bin ich ein bisschen genervt, aber das kenne ich ja schon nicht anders. Gucken wir mal, wie er hier. Komm. Und da kommt der Wasserschlauch. Naja. War auf jeden Fall an sich schön gespielt. Ob das jetzt meine Vorlage ist oder nicht, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, weil da ja der Verteidiger noch mit involviert war, aber gut. Für mich ist es eine Vorlage von mir gewesen. 2 das Tor für Doyle und 1:0 für Luton Town. Und direkt wieder um 0,2 runter, nur weil ich nach vorne laufe oder was. Es geht keiner drauf, oder? Oh. Guckt euch das an. Ich kann nichts machen und meine Bewertung fällt. Sie fällt einfach. Ohne Sinn. Halbzeit 0:1 aus Sicht von Accrington. 1:0 aus Sicht von Luton Town. Ist verdient. Aber es läuft vorne nichts zusammen. Das muss besser werden. Mal sehen, was in der zweiten Halbzeit so geht. Oh, spiel auch ein bisschen später mich an. Mensch. Immer diese dummen Spieler, weißt du, hat so viel Zeit, ich könnte so schön laufen. Aber nein, ich werde richtig dumm angespielt. Oh, und dann geht er nicht richtig rein. Oh ja, so ein Witz. Egal, komm. So schlecht offensiv, ne? Mein Gott, Alter. So schlecht! Hey Leute, es ist so schlimm, wir stehen auf Abwehrriegel, meine Bewertung fällt die ganze Zeit, es macht einfach keinen Spaß, es macht doch keinen Sinn, wie soll ich denn offensiv irgendwelche Aktionen machen auf Abwehrriegel? Oh, und dann ist der so dumm, oh mein Gott, Freunde, ganz ehrlich. Irgendwann, ne, irgendwann sterbe ich an einem Hirnfehler, Griffith, ey, was für eine Pfeife. Wie kann man so blöd da reingrätschen? Das gibt's doch gar nicht. Mann. So, jetzt kassieren wir schön das 1:1. Nach vorne geht wahrscheinlich trotzdem nichts, weil ich habe ja nicht angespielt. Warum auch? Das ist ja Schwachsinn. Ja, stell auf defensiv. Oh, wie lange braucht er auch? Ist eh drin. Ja, sei doch. So, egal. Aufhol, ja. Komm. Ab nach vorne. Mit der Hacke. Und weiter geht's. Weiter geht's. In den 16er.
Oh, jetzt aber. Obwohl mit links. Egal. Oh mein Gott, als ob der den halten würde in Realität. Oh. Mann. Egal, komm, Ecke. Jetzt Kopfballtor, Kopfballtor. Groß genug bin ich ja. Die Ecke kommt auch auf mich. Da springt mir einer in den Weg. Dankeschön. Ist alles so dumm. Ja, lauf bloß nicht hin. Ey, guckt euch an, wie dumm diese Spieler sind. Ich meine, wie schlecht kann die KI sein? Ich spiele nicht sogar auf Legende? Wenn nicht, dann stelle ich bald mal auf Legende. Ich glaube, ich habe schon auf Legende gestellt. Ich weiß es aber nicht genau. Komm, in den Lauf. Schön. Oh, das ist wieder so eine dumme Aktion gewesen. Aber das kann man auch mal auf Freischuss pfeifen. Aber mal wieder die Ballkontrolle, die fehlt. Komm drauf. Okay, schön, schön, schön. Ja. Ja. Egal, nochmal ein Eckball. Nochmal ein Eckball. Nochmal eine letzte Chance in dieser Partie. Eine allerletzte. Ja, ja, freut euch mal. So, jetzt hier, komm in der Mitte. Ich stehe hier. Nimm mir nicht wieder den Ball weg, du. Okay, okay, okay. Ja, viel zu früh gesprungen. Aber egal, schieß, schieß. Abgefälscht. Oh. Komm, spiel mir hinten zu. Spiel mir hinten zu. Komm, außer Distanz, außer Distanz. Oh mein Gott, war der schlecht. Aber gibt nochmal einen Eckball, glaube ich, oder? War der nicht abgefälscht? Ach du Scheiße, ist der schlecht. Allalala. Ich habe zwar 3 Sterne Skills, aber mein Spieler ist nicht in der Lage, die auszuführen. Mein Spieler will die gar nicht ausführen. Ich glaube, ich habe nur spezielle 3 Sterne Skills. Also nur ein paar davon freigeschaltet. Wow, wow, die letzte Chance mit dem besten Pass aller Zeiten vergeben. Wir spielen unentschieden gegen Accrington. Das ist auf jeden Fall ein super Ergebnis, vor allem wenn meine Bewertung wieder richtig schön sein wird. 6,5, vollkommen verdient für den besten Spieler auf dem Platz. Aber nein, ich bin natürlich wahrscheinlich wieder der Schlechteste. Nein, 6,6 für Luke Rooney, auch wenn er nichts gemacht hat. Aber gut, von mir aus, Mark Tyler, ja, von mir aus. Gut, 1:1, das ist kein schönes Ergebnis, vor allem nicht gegen Accrington. Ich meine gegen Accrington, gegen jeden anderen, okay, aber nicht gegen Accrington. Gibt's gar nicht. Naja, so, weiter geht's. Im Regen spielen. Langärmliches Shirt. Super. So, komm. Gegen wen spielen wir? Gegen die Segelmenschen werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Aber gegen Mansfield. So, nächstes Spiel gegen Mansfield. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen besser dastehen. Ich verstehe aber nicht, weil ich meine Bewertung, ihr seht es ja, ne? Ich bin nicht so schlecht, wie es da steht, aber ich kann halt nichts dagegen machen, wenn mein Spiel auch die unfassbar schlechteste Ballkontrolle aller Zeiten hat und so. Aber jetzt werden hier wieder Tore geschossen, jetzt wird hier wieder erfolgreich gespielt und ja, bis zur ersten Szene. Alter, Mann, das ist so lächerlich, ne? Wie kann man einen Ball so schlecht annehmen? Er ist ein 67 bewerteter Spieler. 67, nicht 20. Alter Lachs, du. Komm, spiel schnell nach vorne, beziehungsweise, was heißt schnell? Wird das sowieso nicht. Ja, okay, okay, komm. Ja. Ja, okay, gut, 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 gut. Das war nicht so gut, das war ein Pass auf den Mitspieler. Das funktioniert normalerweise nicht, aber es gibt sogar eine Chance. Schade. Eine Chance nach vorne zu kommen. Aber guck mal, wie keiner freiläuft auch, ne? Ich meine, da kann man ja quasi nichts anderes machen, als allein drauf loslaufen, ne? Und das geht halt nicht gegen einen defensiv eingestellten Spieler. Ich meine, guck mal, wo die, ne, Verteidigerlinie steht. Defensive Line quasi. Ich spreche zu viel in Footballersprache. Aber trotzdem, es ist ja einfach so. Das ist halt auch wirklich so, weil wir in der 4. englischen Liga spielen. Da ist das nicht so mit Laufwegen und so. Oh, da hat's gewollt. Mann. Ah, okay. Ja, ich weiß, ich habe mir so weit vorgelegt, ne? Was auch wieder total dämlich ist. Aber es läuft sich niemand frei. Niemand. Ey, ich, ganz ehrlich, ich kann echt wenig, ne? Aber ich laufe mich trotzdem mehr frei in der Realität. Oh nein, der Schuss und abgefälscht und oh, er kommt dann vorbei. Ja, immerhin mal eine Schusschance. Ich glaube, ich werde aber jetzt einfach abziehen, wenn ich einen Ball bekomme. Das ist, glaube ich, der beste Weg, hier irgendwie mal Torgefahr zu erzeugen, weil ansonsten kriege ich den Ball einfach nicht. Ja, wieder eine Bewertung runter, wieder vollkommen sinnlos, aber gut. So, zweite Halbzeit, mal wieder ein Versuch, aber oh Mann, ey, der ist auch so langsam, dieser Spieler, ne? Wie kann ich denn so langsam sein? Ich hätte mich kleiner machen sollen, ganz ehrlich. Egal, mal wieder eine Chance, mal eine Flanke vielleicht, Kopfball stark bin ich, ja, die Flanke kommt, der Kopfball könnte kommen, der ist da, 1:0. Jawohl, da bin ich. Wunderbar. Schön, endlich mal eine vernünftige Flanke und dann steht er frei und dann macht er rein, ohne größere Probleme.
Sechstes Saisontor. Weiter so. Nochmal die Flanke. Wieder der Kopfball am Tor vorbei. Aber jetzt haben wir das Mittel gefunden, und zwar die Flanken. Ob das jetzt wieder so gut funktioniert wie beim letzten Mal, wo danach keine einzige Flanke mehr kam, werden wir sehen. Aber möglich wäre es. Ich demonstriere es nochmal. Nochmal. Ja, Abwehrriegel. Alles klar. Perfektes Timing. Hatte letztes Mal so gut funktioniert. Diesmal war es abseits. Also wir kommen wieder mal nicht hinten raus. Und wie gesagt, es passiert einfach nichts mehr. Und es wird dabei bleiben. Es war die letzte Flanke der Partie. Es wird nichts mehr passieren. Und meine Bewertung fällt und fällt. Und das war ein super Kopfball. Aber der kommt immerhin an. Ja, Bewertung geht trotzdem runter. Alles klar. Das macht natürlich Sinn, wenn der Kopfball ankommt. Ja, der Pass kommt an. Aber es ist egal. So, jetzt komm, schick mich. Mann, da wäre ich noch getunnelt, ey. So, nochmal eine Chance. 90. Minute. Ich bin aber zu langsam, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Oh, da habe ich gerade noch die Ballrolle hingekriegt. Nochmal nach vorne. Ja, ich bin so langsam. Aber egal, das Spiel ist vorbei. Ein 1:0 Sieg und das Tor natürlich von mir. Die Bewertung wird trotzdem bei 6 liegen. Ich sag's euch jetzt schon. Ey, ganz ehrlich, ne, was soll ich noch machen? Warum hat er eine 6,9? Ohne Sinn. Er hat nichts gemacht. Er hat 100% Passgenauigkeit. Sonst nichts. Gar nichts. Ich habe 91% Passgenauigkeit. Ein Tor gemacht. Es juckt nicht. Er hat einen Zweikampf gewonnen. Ich habe zwei Kämpfe gewonnen und so. Mann, das ist so lächerlich. Ja, Rudi, 7,6, natürlich wegen einer Flanke. Mann, es nervt einfach. Es nervt echt. Was willst du machen? Naja. Das war's mal wieder von dieser. Obwohl, ja komm, wir nehmen das simulierte Spiel noch mit. Ey, ganz ehrlich, diese Bewertung, dieses Spiel in diesem Spiel. Das gibt es gar nicht. Ich verstehe es nicht vor allem. Wenn es wenigstens logisch wäre oder so, ne? Aber nein, natürlich nicht. So, komm, gegen Plymouth. Wird eh nix, verlieren wir sowieso. Wobei, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich schießen wir jetzt 4 Tore oder sowas. Nein, 1:1. Eieiei. Verletzungsbenachrichtigung, natürlich. Oh. Als nächstes geht's. Ja, geh weg. Mit den Zielen, ey. Die komplett unrealistisch sind bei so einer Mannschaft, in der man spielt. So, wir sind im November. Es geht weiter zur Transferperiode im Winter. Dann kann ich vielleicht anfragen, dass ich zurückkomme. Vielleicht geht das ja. Naja, mal sehen. So, Pelli, Rudok, Panzu ist zurück. Warum auch immer mich das jucken sollte. Hat ja auch noch einmal was Gutes gemacht. Kopfball noch meiner Vorlage. Und in der nächsten Episode geht's dann gegen... Ach, du meine Güte. Gegen Burton. Das wird wieder peinlich werden. Aber gut, wir versuchen unser Bestes. Und mal sehen, wie es laufen wird. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Und ciao.